So, hallo, ihr hübschen Menschen da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Dave the Diver. Und ja, wir machen mal ein bisschen weiter. Das sind ja jetzt so die letzten Aufnahmen, die ich jetzt noch vor meinem Aufenthalt in der Kur mache. Sprich, wir werden hier auch nochmal 6 Folgen haben. Und mal gucken. Je nachdem, wie gut es ankommt, werde ich hier weitermachen oder es halt sein lassen oder für mich selbst persönlich nur spielen. Aber da könnt ihr gerne natürlich auch entsprechend mitentscheiden, wie schon gesagt. So, wir schauen mal. Wir haben wieder neue Bilder. Der süßere Geschmack regt deinen Appetit an. Das liken wir natürlich nicht, wahr? Lol. Der Artefakt des Seevolks. Was für ein Glückstag. An den Tagen muss man Sushi essen. Okay. So, den Rest haben wir ja geliked. Okay. Was ist Marinka nochmal? Das war die Fisch-App. Okay. Minispiele hat man noch nicht freigeschaltet. Das kommt auch noch irgendwann mal. Der Waffenladen, genau. Hatten wir nicht irgendeine App, wo wir einschalten konnten, entscheiden konnten, ob wir jemand einstellen, so rum? Fehlt mir gerade. Verwaltung, Taschenrechneralbum, Anleitung. Sie ist im S-Bereich tätig. Naja, gut, okay. Mehr sehen wir anscheinend auch nicht. Egal. Ab ins Wasser, würde ich sagen. Oder? Ja. Wir müssen ja wieder ein bisschen Geld machen, damit wir auf jeden Fall in der Lage sind, unsere Waffe auch aufzuwerten. Wir haben ja jetzt unsere Harpune auf einem sehr guten Level. Ach. Das muss ja der Film vorhin sein. Warum sieht es so aus, als hätte er es eilig? Ich frage mich, ob da irgendwas nicht stimmt. Apropos, der Amazonas-Delfin ist diesmal gar nicht zu sehen. Ich sollte ihm folgen. Was ist mit den Delfinen passiert? Oh. Sie wurde gefangen. Der Amazonas-Delfin. Piraten müssen ihn verbotenerweise gefangen haben. Ich sollte schnell das Netz aufschneiden. Na, wir haben's. Nice. Vor allem auch ins Wasser schießen macht absolut gar keinen Sinn, aber egal. Wir haben die gerettet. Vielleicht kriegen wir eine Belohnung. Gut, das heißt, das haben wir geschafft. Oh, sie haben noch ein Geschenk hinterlassen. Ich hoffe, dass es keiner von ihnen nochmal erwischen wird. Großer Goldbarren mal 1. Was ist mit den Delfinen passiert? Haben wir geschafft. Sehr nice. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal regulär um, was wir hier so Schönes finden. Ein paar Fische angeln. Was haben wir hier? Naja gut, wir haben ja noch Muni. Da haben wir ja noch nichts gesammelt oder gemacht. Hier ist Sauerstoff. Da sollten wir mal gucken. Verbesserungs für Waffen. Schaden, noch mehr Schaden. Sehr gut. Sauerstoff. Füllt 50% des Sauerstoffes wieder auf. Sehr nice. Benutzen wir mit C. Muss ich mir mal merken. Thank you.
So. Wir machen auf jeden Fall viel mehr Schaden. Das ist sehr nice. Wir haben hier auch so einen dunklen Fisch. Den gönnen wir uns auch nochmal. So, Siege können wir noch nicht einsammeln. Nehmen wir erstmal. Ich weiß, wir haben die andere Waffe da, aber ist egal. Wir gehen mal tiefer. Ne, da müssen wir mehrmals schießen. Interessanterweise. Okay. Torpedomakrele. Mit der Waffe natürlich. Haben wir's. Aber wir haben auch schon wieder unsere Kilogramm erreicht. Da müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Ein Seestern. Den nehmen wir natürlich mit. Sauerstoff wird kritisch. Die nicht tödlichen Betäubungskanone. Naja, Problem ist, wir haben nicht mehr viel Sauerstoff und wir müssen nach oben, by the way. Obwohl, wir könnten natürlich noch mit der Sauerstoffpulle ein bisschen was auffangen. Vielleicht machen wir das sogar. Dass wir hier nochmal ein bisschen nach oben gehen. Und hier ein bisschen was mitnehmen. 50% können wir ja. Ah, wir können nichts mehr tragen, alles klar. Oh, hier haben wir nochmal Schrott. Aber das sollten wir auch ohne schaffen, oder? Ja, sollten wir. Sehr gut. Sehr gut. Na, guck mal. Weil wir es gefunden haben, können wir das uns bald schmieden. 5 Minuten waren wir unter Wasser. Gefunden haben wir 11 Dinge. Sehr schön. So, wir hätten jetzt nochmal die Möglichkeit, nochmal was zu machen. Ich würde schon fast sagen, wir machen das nochmal. Ja. Mal gucken, vielleicht suchen wir uns jetzt mal die noch tieferen Gefilde. Weil wir haben ja auch diesen Kompass, dass da irgendwas ein Signal ist. Und ich denke mal, das werden wir jetzt auch tun. Fisch haben wir genug. Holz haben wir auch genug, by the way. Daher gucken wir mal. Sauerstoff ist da oben. Zwei Schuss haben wir noch. Das ist schlecht. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts mehr übelst Großes. Wir haben eine kritische Tiefe erreicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier gerade mache. Ich glaube, das ist schlecht. Das ist ein Fisch, der uns angreift. Und wir haben ja auch gar nichts mehr. Wow, das ist also der Ort. Ah, okay. Mal sehen. Das Ding kommt aus dem Inneren. An der Säule befindet sich Schriftzeichen, die ich noch nie gesehen habe. Ach, hier, das hier.
Wenn wir ein Werkzeug hätten, könnten wir den Felshaufen zur Seite bringen und versuchen hineinzugehen. Ich denke, es wäre am besten, das mit Cobra zu besprechen. Komm erstmal nach oben. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Oh, oh. Nee, nee, lass mal. Ab nach oben. Das war ja wirklich kurz vor Hosenknopf. Oi. Na gut, dafür haben wir aber auch nicht viele Fische jetzt, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Dr. Bacon ruft. Ich habe einen Ort mit dem Signal der Seevolk-Zivilisation gefunden. Ich kann meinen wissenschaftlichen Durst, es zu überprüfen, nicht zügeln. Ich bin gerade auf einer wichtigen Tagung. Bitte besprich das zuerst mit Cobra. Ich werde morgen vorbeikommen. Sehr schön. Hä, wie schafft man einen Felshaufen beiseite? Du musst natürlich eine Bombe benutzen. Geht das in Ordnung, unter Wasser Bomben zu zünden? Hättest du nicht von deinem Felshaufen irgendwo ganz tief unten gesprochen? Ich bin sicher, das wird schon gehen. Vertrauen wir doch ein wenig auf die Regenerationskraft des Meeres. Er versucht schon wieder, die Dinge zu beschönigen. Aber es gibt ein Problem. Die Lieferschiffe sind in letzter Zeit nicht angekommen. Ich benötige eine Lieferung von einem Bombenexperten, den ich kenne. Anscheinend ist das Schiff vom Radar verschwunden. Ich glaube, es ist gesunken. Wenn ich die Drohne benutzen könnte, die ich bestellt habe, könnten wir die Vorräte bergen. Dave, könntest du ins Meer gehen und Drohnenmaterial bergen? Drohnenmaterial? Wie soll ich die im Meer finden? Es ist riesig. Es ist wahrscheinlich, dass die Lieferboxen von den Strömungen mitgerissen wurden. Suche einen Ort mit Meeresströmungen. Das klingt gefährlich. Ja, ist es auch? So, wir haben nicht wirklich viel geangelt. Gar nichts außer den Titanen und ein bisschen was von dem. Ja, gut. Gut, wir müssen zur Sushi-Bar, würde ich sagen. Computerschippenmotor, alles klar. Oh Gott. So, wir öffnen noch gar nichts. Wir müssen ja erstmal vielleicht auch Personal gucken, ob wir neues Personal haben. Du hast kein Personal, Wartezimmer. Das heißt, ich muss die erstmal anstellen, ne? Wie war denn das nochmal? War das nicht in der Verwaltung? Personal? Wo war denn das? Das Album kann es ja nicht sein. Einstellung, Anleitung nicht. Minispiele, Marihuana, Wetter. Marihuana wollte ich schon was sagen. Kalender, E-Mails, Anrufe. Cockstar. Das war doch schon hier irgendwie, oder? Genau. Dass wir neue Leute einstellen. Ja, dann machen wir das doch, oder? Sehr gut, denn wir wollen mehr Leute haben, die auf jeden Fall im S-Bereich hier aushelfen, weil das schaffe ich alles gar nicht so richtig. Von da aus. So, sie ist immer noch fleißig. Okay, das heißt, wir kümmern uns um das Menü. Wir veredeln. Oha. Das war deep eben. Das war deep. So, wir veredeln alles, was wir veredeln können. Das bringt ja dann immerhin auch mehr Geld. Rein damit. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier... Das müssen wir auf jeden Fall mit auf die Karte nehmen. Das auf jeden Fall auch. Und
Darf nicht fehlen. So, wir schauen noch mal. Was haben wir da hier? Nee, der ist ja mal gar nichts. 5, 5, 6, 7. So, eins können wir noch hinzufügen. Nimm mal das. Okay, das hätten wir. Zutaten haben wir natürlich auch noch eine ganze Menge, aber wir lassen das mal alles im Inventar, was wir da so haben. Weil wir könnten zwar auch verkaufen, das stimmt allerdings, aber ich würde sagen, let's fetch. So, wieder einfüllen. Wir brauchen schon fast jemanden in der Küche. Oh, sehr toll. Sehr gut. Läuft ja. Läuft doch, läuft doch. Herrliches Zeug, sagt er. Herrlich. Ausgaben haben wir natürlich. Alles klar. Aber trotzdem machen wir Plus, das ist schon mal sehr geil. Und eigentlich müssen wir... Ist immer noch Regenwetter? Nee, Sonntag wieder. Okay, cool. Oh, Emily! Nee, Emily sage ich. Ellie ruft an. Hey, du hast doch wohl das Tauchen aufgegeben, oder? Was ist es diesmal? Ich recherchiere für eine wichtige Publikation und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Besorge mir 3 blaue Muscheln und 3 braune Muscheln. Okay, aber solltest du so etwas nicht selbst in die Hand nehmen? Willst du mich verarschen? Eine Publikation zu schreiben erfordert eine Menge Recherche und Nachforschungen. Was du tust, ist nur ein winziger Teil des Ganzen. Also lass es dir nicht zu Kopf steigen und jetzt beeil dich. Ich habe nicht mehr viel Zeit für bis zur Deadline. Du bist unmöglich. Aber da du sagst, das sei für eine Publikation, wäre es ein blauer Mischer und braune Muscheln? Okay. Nachdem wir uns kennengelernt haben. Damals war ich auch eine tolle Tauchertour in der Nähe des Richelieu-Felsens. Du wolltest deinen Koffer wiederholen, der plötzlich vom Boot gefallen war. Das war ein richtiger Schreckmoment. Ich war damals Waffenhändler, aber das haben wir schon mal gelesen, meines Erachtens. Ups. Weniger pflichtfällig. Was ist passiert mit den kleinen Fischen? Am größten stärkeren Fischen wird es einfacher sein, wenn du sie zuerst schwächst. Wenn du sie geschwächt hast, sind, fangen sie an zu bluten oder zu trudeln. Beobachte sie genau, verstehe. Okay. Wenn du eine gute Waffe brauchst, dann kannst du mit Hilfe mit Durstwaffen laden und dein Handy herstellen. Alles klar, das wissen wir ja auch schon. Wir könnten nochmal unsere Harpune verbessern. Jetzt macht die noch mehr Schaden. 1500 Gold. Uiu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 
feiere diese Musik so heftig, ne? Schockharpune. Nice. Die nehmen wir mit. Den Rest lassen wir erstmal liegen. So. Bei so vielen Muscheln natürlich. Die sollte man natürlich mitnehmen. Das sind ja so alles kleine Nebenquests, die wir mal definitiv machen sollten. Motte. Name. Okay. Ja, Leute, die angeln bei uns ja easy peasy hier. Hammer. So, das nehmen wir mit. Das ist ja, glaube ich, sogar... Oh, den sollte man hier aber auch mitnehmen. Ach ja, stimmt ja. Ich muss den ja erstmal ausschlachten. Wir müssen auf jeden Fall unser Inventar erweitern, weil wir können gar nicht so viel angeln, by the way. Das ist schon mies. So, ich möchte die haben. So, der blutet aber schon. Den gönnen wir uns noch. Haben wir. So, jetzt sind wir auch schon wieder schwer. Hier haben wir Scherben. Wir sind natürlich auch wieder in der Tiefe, wo wir nicht so gut klarkommen. Braune Muscheln fehlen uns noch. Und wir können nichts mehr mitnehmen. Gut. Dann würde ich sagen, dann ab nach oben. Es bringt ja nichts. Wir müssen unbedingt mehr Gewicht haben. Unbedingt. Ich hoffe, ich komme noch nach oben. Müssten wir aber eigentlich. Das Geräusch. Habt ihr das gehört? Quietsch. Wie geil. Der Quietschhammer. Ja, der macht auch enorm viel Schaden, ja, darf man nicht unterschätzen. Ehrlich, 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 ehrlich. So, da wir nichts tragen können, ja genau. Sehr gut, das haben wir doch noch geschafft. So, weil 1500 fällt mir gerade ein für das nächste. Das werden wir gar nicht schaffen. So grob. So, das sind alles Dinge, die wir mit nach Hause nehmen. Sehr gut. Wir können aber auch nirgendwo woanders hin, oder? Nee. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal tauchen. Vielleicht finden wir ja noch die letzten zwei braunen Muscheln. Das wäre ja echt cool. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir da... Ja, wir müssen erstmal wortwörtlich unseren Anzug verbessern. Und all sowas. So, da haben wir noch eine. Die nehmen wir mit. So, den hätte ich auch ganz gerne, ne? Aber ich lasse den jetzt erstmal in Ruhe. Dankeschön. Weggesnackt. Da haben wir wieder einen Papageienfisch. Oder wie die heißen. Den wollte ich nicht fangen. Hammer. Sehr gut. Und da hätten wir auch die Muschel.
So, jetzt angeln wir uns hier mal ein paar Fische noch nebenbei. Eingesnackt. Ein Schwert. Wie geil ist das denn? Boah, das sind aber viele Fische hier. Zwei Schuss noch. Eieiei. Hammer. Nice. Der hat's, glaube ich, auch ganz gut. Was gebracht. So, jetzt haben wir gar keinen Schuss mehr. Und ich würde sagen, wir sind auch voll. Okay, cool. Haben wir jetzt schon zwei Muscheln gefunden? Ich würde sagen, nee, ne? Nee, wir müssen links hoch. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Hä? Das ist falsch? Oh mein Gott. Ich bin verwirrt. Naja, doch, wir schaffen's. Sollten wir schaffen. Da oben war doch das Signal. Ja, ja, schaffen wir. Okay. 33,4 Kilogramm. Ein bisschen zu viel. Ich sehe schon, haben wir die Muscheln jetzt geschafft? Ich weiß das jetzt gar nicht. Werden wir gleich sehen, wenn wir einen Anruf kriegen. Ja, sehr schön, haben wir geschafft. Sehr cool. Hm, so schnell? Puh, das war schwieriger als ich dachte. Die sind nicht leicht zu finden. Nee, das ist nicht schlecht. Also dann, wenn ich die Lieferung an Echo Watcher abschließe. Tada, haha, Forschungsstufe erreicht. Echo Watcher? Du kennst sie nicht? Echo Watcher ist eine App, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzt. Du erhältst in der App Punkte für das Abschließen von Aufträgen und Belohnung für das Erreichen bestimmter Stufen. Das war also alles für Punkte in der App und nicht für eine Publikation? Man könnte sagen, dass es im Grunde dasselbe ist. Probier es doch mal aus, wenn es dich interessiert. Okay. Noch eine neue App. Die Echo Watcher. Verwende die Echo Watcher App, um verschiedene Umweltaufträge nachzugehen. Sammle Punkte, um verschiedene Belohnungen zu erhalten. Alles klar. Klingt aber vernünftig, weil wir werden eh viel sammeln, by the way. Ja, Papagei. Steht doch da, ja. Ja, genau. Grüner Beulenkopf. Und natürlich diesen Fisch. Das ist schon mal sehr lecker. Okay. What the fuck? Wer ist er denn? Bewerberliste. Raul. Der hat ja alles auf 66. Auf Kochen, Servieren, Erwerb, Charme. Und Liu. Der ist nicht so. Okay. Interessant. Da müssen wir mal gleich gucken. Ich würde den aber trotzdem fast schon im Küchenbereich einsetzen wollen. Um ehrlich zu sein. Aber erstmal muss ich ja ihn annehmen, ne? Der kostet aber auch scheiße viel Geld. So viel Geld haben wir gar nicht. Naja, komm, dann machen wir erstmal den da, oder? Kann er kochen? Hm, nicht so gut. Service ist da besser. Wir haben neue Mitarbeiter. Sehr gut, weil das andere ist halt zu teuer. Aber wir können ihn nur in der Küche einsetzen. Von da aus soll der mal in der Küche helfen. Dafür brauchen wir ja Gold oder höher sogar. Alles klar, ich verstehe.
Können wir unser Personal noch irgendwie... Nee, können wir nicht. Internetwerbung machen wir jetzt mal nicht. So, wir müssen das Menü erstmal erstellen. Das klingt schon mal sehr gut. Wir veredeln mal, würde ich. Natürlich wieder. Mit neuen Videos. Das haben sie schon sehr cool gemacht. Das gefällt mir. So vom Setting her haben sie das übelst geil gemacht. Sehr schön, wir haben es veredelt. Herrlich. Das heißt, wir kriegen dadurch dann noch mehr Money, Money, Money. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt unser Essen erstmal hinzufügen. Und da würde ich erstmal den hier nehmen, weil der bringt übelst viel Knete. Müssen wir auch mitnehmen, weil wir davon so viel haben vor allem. Ich gehe jetzt eher nach Stückzahl, muss ich sagen. Und jetzt gehen wir noch nach den einzelnen kleinen. Hier haben wir sogar noch zwei Stück, die nehmen wir noch mit. Und... ja, wir könnten ja den auch zweimal nehmen. Hätten wir auf jeden Fall mehr. Ja, der Rest macht sonst keinen Sinn. Okay, die Karte ist offen. Personal ist am Start. Wir haben noch unsere App, die wir noch verbessern können. Und wir müssen natürlich noch liken. Ich habe mich ganz vergessen. Und wir haben mehr Follower. Silber sind wir jetzt schon. Oh. Silber erhalten. Sehr nice. Neue Rezepte hinzugefügt. Moränencurry. Räuchchen mit gestreifter Rotbarbe. Oder Kombu Okshatsuke mit weißer Pferdemakrele. Okay. Das klingt aber auch alles sehr lecker. Service-Mitarbeiter plus 1, Speiseplatz plus 1, Wasabi-Limit plus 5, Kochplatz plus 1. Moment, das ist ganz gut, dass wir das jetzt nochmal machen, weil wir können doch unseren Personal... Obwohl, wir lassen das erstmal so. Ich könnte den zwar jetzt auch da hinsetzen, aber ich würde behaupten, dass ich mit... Das müsste hinhauen, oder? Kann ich die denn auch trainieren? Nee. Oh. Ah, das kostet mich aber was. Boah, Alter, was? Das kostet... Boah. Guckt euch mal die Werte denn an. Uff. Aber dann kosten sie mich auch mehr Unhalt. Was ist heute mit meiner Sprache los? Egal, bevor wir jetzt diesen... unseren Sushi-Laden eröffnen, würde ich sagen, mache ich hier erstmal den kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.